So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Und ich war letztens mit Pupsi im Kaufland. Da hat sie was entdeckt, das kannte ich noch gar nicht. Das nennt sich Cyberz. Das muss irgendwelches Bier-Mix-Getränk sein. Das haben wir dann gekauft. Das stand jetzt 10 Jahre zu Hause. Jetzt habe ich Werbung gesehen von Cyberz und dachte, wie können die denn jetzt Werbung machen, wenn es das schon 100 Jahre gibt? Dann ist mir aufgefallen, das habe ich ja noch gar nicht getestet. Hab mal aus diesem 4-Pack, das sind keine 6-Packs, das sind 4-Packs, mir mal eins kühl gestellt, weil ich das jetzt mal testen möchte. Es gibt zwei Sorten: Cyberz Biermix Berries mit Z immer natürlich, das ist ganz wichtig. Und Cyberz Biermix Limes, Limets, ne? Hat beides 5,9%. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es schaffe, beides so hoch zu halten. Und dann fürs Thumbnail in die Kamera. So sieht das ungefähr aus. Vielleicht schaffen wir es auch neben dem Kopf. Cyberz. So, da ist bestimmt was Verrücktes dabei. Jetzt ist natürlich das Ding, ich habe eine Flasche gekühlt. Die anderen sind alle warm. Ich habe die kalte wieder mit ins Sixpack reingestellt. Und wie habe ich mir gemerkt, welches die kalte Flasche ist? Ich habe natürlich in dieses Pinge Sixpack, 4-Pack, die grüne Flasche gestellt, dass ich genau weiß, wenn ich die rausnehme, dass das die gekühlte grüne Flasche ist. Und bei dem anderen habe ich in dem grünen Sixpack, was ein 4-Pack ist, natürlich die lilane Flasche gestellt. Da seht ihr mal, wie schlau ich bin. Ne? Hier seht ihr nochmal meine Pflanze, die ich letztens gefunden habe. Als ich den Müll weggebracht habe, stand die da auf der Mauer rum, habe ich mitgenommen. Hat den ersten Tag in der Sonne überlebt. Das ist sehr gut. Und die zwei geht's jetzt, die zwei wollen wir jetzt probieren. Und ich sehe, ich habe gar keinen Öffner dabei. Wir werden das also irgendwie anders machen. Was ich aber habe, ist dieses Brett und diese zwei Bier-Tasting-Gläser. Und da werde ich jetzt einfach beide mal einschenken. Wir können nämlich das linke mit dem rechten aufmachen. Und das rechte können wir einfach mit uns selber aufmachen. Und wenn dann beide auf sind, schenken wir das mal ein. Aber schön schräg, dass da kein Schaum großartig entsteht und dass dann fast alles hier reinkommt. Das ist ein 0,22 Liter Glas und ich dachte eigentlich, das ist eine 0,33er Flasche. 0,33 passt in ein 0,2 Liter Glas. Das ist doch Betrug. Das heißt, da ist viel weniger drin oder es passt einfach viel mehr in das Glas. Für welche Variante werdet ihr euch entscheiden? Wir werden das jetzt auch mal hier einfüllen. Bin mal gespannt, die Sorten sind ja jetzt nicht so brutal. Ist also ein Biermischgetränk mit Limettengeschmack. Okay, und das andere halt mit Beerengeschmack. Wir werden auch gleich nochmal vorlesen, was da hinten auf der Zack, was da hinten drauf steht. Wir könnten die ja beide auch nochmal hochhalten fürs Thumbnail, aber wir haben fürs Thumbnail ja die 4-6-Packs, die 47-Packs. Und hier steht jetzt Cyberz, at Cyberz, Times for Limes. Cyberz vereint Bier mit süß-saurem Limetten-Flavor. Ein frischer Mix ohne Kompromisse, genau wie du. Ich bin also ein frischer Mix. Hier steht noch mit Caipirinha-Geschmack. Wir probieren jetzt also mal dieses schöne Etikett, den Inhalt bzw. davon. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ist auf jeden Fall schön kühl, schön angenehm gerade. Hat einen sehr präsenten Limettengeschmack, ja. Was steht da noch drauf? Caipirinha. Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben schon mal einen Caipirinha getrunken habe, aber naja, schmeckt nach Limette und ein bisschen auch nach Minze. Wer ist denn das andere Ding, was es da gibt? Vielleicht ist das auch einfach Caipirinha, ne, Mojito, Mojito genau. Erinnert mich gerade eigentlich an ein Mojito vom Geschmack her, nicht an Caipirinha, aber vielleicht sind die ja verwandt. Kann man auf jeden Fall trinken, ist aber jetzt nichts, was ich mir unbedingt nochmal holen muss.
Und mit diesem Urteil muss das jetzt leben. Und bevor wir jetzt ganz vernichtet sind, gucken wir mal, was bei der roten Flasche draufsteht, die auch wieder ein sehr schönes Etikett hat. Das glänzt richtig, das sieht auf jeden Fall edel aus. Der Name fällt auch auf, die Farben fallen auf. Cyberts et Cyberts, Berries Gone Wild. Cyberts vereint Bier mit wildem Bären-Flavor. Ein frischer Mix ohne Kompromisse. Genau wie du. 85% Bier, 15% Erfrischungsgetränk mit Bärengeschmack. Da sind wir doch genau richtig. Probieren wir mal das Bärengetränk mit Bärengeschmack für den Bären hinter der Kamera. Das hat eine richtig gute Farbe. Das sieht sehr genial aus. Also wenn ich von hier gucke, sieht das besser aus, als wenn ihr von da vorne guckt. Cyberts, was sind das für Beeren? Ich kann es nicht genau definieren. Es hat einen sehr fruchtigen Beerengeschmack, okay. Aber mir ist, glaube ich, immer noch von der Limette so ein bisschen eine bittere Note auf der Zunge hängen geblieben. Irgendwas vermischt sich da gerade, dass dieses Limette mit den Beeren direkt nacheinander auf jeden Fall keine gute Wahl ist. Ansonsten muss ich das Beere nochmal probieren. Schmeckt an sich eigentlich auch okay, kann man trinken. Würde ich mir aber auch nicht nochmal holen. Da ist irgend so ein Vieh auf der Kamera gerade gewesen. Angelockt vom süßen Cyberts-Geschmack. Ich habe jetzt noch jeweils drei übrig. Weiß ich, was ich damit mache, ob ich die aufhebe für einen Geburtstag. Falls da mal jemand eins probieren will, das wäre vielleicht eine gute Idee. Da können die sich nämlich darum prügeln und schlagen. Oder wenn die Gläser haben, kann jeder mal testen. Und jetzt mischen wir am besten noch beide Cyberts zusammen. Tun mal das Rote hier in das Gelbe mit rein. Auch wenn das jetzt nicht das gleiche Mischverhältnis ist. Habe jetzt hier diese rosa-orange Farbe. Und lassen uns das jetzt noch schmecken. Ich würde sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und Grüße an die Cyberts-Fans. Meins ist es nicht. Ist okay, aber muss ich nicht haben. Peace out, vorhaut, euer Ramses.